Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zurück zu Baldur's Gate 3. Wie schön, dass ihr dabei seid. Wir haben unsere Pyjama-Party beendet. Und jetzt haben wir noch zwei Türen hier, einmal im Westen und einmal im Osten. Let's see. Da schaue ich mal ganz kurz nach, was sich dahinter verbirgt. On my way. Ein weiterer Raum. Aha. Ein dekoratives Klavier. Und eine Reisetruhe. Immergrüne Unterwäsche. Die charmante Farbe des Stücks erinnert an die Blume, die häufig auf anonymen Gräbern wächst. Unterhose des Kanalisierers. So kann man es auch ausdrücken. Wahrscheinlich mit Einlagen, extra saugstark. Unterwäsche dieser Art wurde allgemein von Magiern getragen, die mächtig genug waren, ihr Abbild durch die zahlreichen Existenzebenen zu senden. Alles klar. Wahrscheinlich gegen arkane Inkontinenz. Zahlreiche Existenzebenen können hier sehr viel aufnehmen. Stromhüpfer, Schlüpfschuhe. Schnell fließende Wasserläufe sind schwierig zu durchqueren, außer für die schicken Leute, welche diese Schuhe tragen. Wappenrock des Schwätzers. Indigofarbener Stoff in kunstvollen Mustern zeichnen den Träger dieses Gewands als gesellige Beobachter, Zuhörer und Gesprächspartner aus. Wie schön. Ja, nehme ich alles mit. Wer weiß, wie es aussieht. Bestimmt schön, ne? Bestimmt schön. Ich ziehe einfach mal an, ne? Hier die Unterhose mit Einlage, weiß ich nicht. Wappenrock des Schwätzers. Schlüpfschuhe. So. Das sieht doch ganz gut aus, ne? Ob ich die Rüstung ausziehen kann? Ja, ne? Eigentlich ja. Och, hallo. Ja, sehr, sehr sexy, ne? Also, das ist gut. So, gemütliche Kleidung war jetzt auch gut. So, Unterhose des Kanalisierers. Och, wow. Alles klar. Okay. Also, es ist ganz schick, ne? Man kann also hier schon so ein bisschen was machen. Luftige Sandalen habe ich auch. Also das ist eher so die Schlafklamotte, ne? Und das ist hier die Rüstung, die man dann ablegt. Okay. So, geschmackvolle Stiefel. Ah, ich ziehe das teuerste an, ne? Was es gibt, oder? So ein bisschen, ne? Jetzt wäre es natürlich toll, wenn ich in die Truhe was einlagern könnte, ne? Das wäre natürlich super. Aber wie das geht, habe ich noch nicht raus. Okay. Dekoratives Klavier. Oh ja. Da sind wir mal wieder in der Klammengruft. Und wir riechen auch Schlangenduft. Lalala. Da weiß ich nicht, was man hier mitmachen kann. Keine Ahnung. Ne? Jazzabende wahrscheinlich hier. So. Tür zu. Ja, wir heizen ja nicht für umsonst. So, und die Tür im Westen. Ach nee, der Verdorrte. Very well. We meet again. As predicted. Ja, was ein Zufall. I shall be here in thy camp. For whenever thou hast need of my services. Aha, okay. Okay, warum helft ihr mir eigentlich? Be assured, it is not by choice. Ah, wahrscheinlich so eine, du hast an meiner Lampe gerieben Geschichte. Jetzt bin ich dein Genie, nur ein bisschen nekrotischer. Ne? Also, wir haben seinen Sarkophag geöffnet und jetzt muss er uns zu Diensten sein. Wahrscheinlich, nehme ich an. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber was genau seid ihr? There are many answers to that question. None are important. Skelette können üblicherweise nicht sprechen. Correct. Erklärt ihr mir, warum ihr es könnt? No. Was kann ein Skelett zu bieten haben? A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish,
I will cleave soul to body once more. Ihr habt von Kosten gesprochen. Welche sind das? A matter of coin. Das ist ja empörend. Was, wenn ich nicht so viel habe, 200? Then I shall wait here patiently until it is acquired. Der wäre so ein guter Verkäufer. Ja, wenn du das Geld noch nicht hast, dann warte ich noch gerne. Alles klar. Ja, das ist ja empörend. Such is life. Outrage leading to a singular end. Könnt ihr mir helfen, meine Klasse zu ändern? Ach, man kann auch die Klasse ändern. Cool. Ja, ich geh mal weg. So, oh, jetzt war wieder eine Meldung da, habe ich wieder weggeklickt. Och, nö. Ja, irgendwie, na gut, okay. Aber, also, er kann jetzt hier wiederbeleben und unsere Klasse ändern. Wie schön. Also, wenn wir keinen Bock mehr auf Druide haben, können wir auch was anderes wählen. Schön. Ein Bücherhaufen. Ein Haufen Bücher, die nicht lesenswert sind. Okay. Kerze. Was ist das denn hier? Ach, eine Trainingspuppe. Haha, nimm dies. Ah, cool, alles klar. Ob das dann auch trainiert? Also, erhalte ich da Erfahrung oder sowas? Ja. Ja, vielleicht kann ich mir damit so ein bisschen Erfahrung holen. Kann sein. So eine Bücherreihe. Da ist nichts drin. Hier auch nicht. Okay, gut. Ja, dann Verdorter, ne? Nicht so faul sein, ne? So. Alles klar. So, wie komme ich raus? Ah, Lager verlassen. Alles klar. Oh, was für ein Service. Wir kommen genau da raus, wo wir aufgehört haben. Das ist ja cool. Ja, jetzt ist die Frage. Ich würde jetzt erstmal schauen, dass wir vielleicht noch mehr Verbündete finden, bevor wir jetzt hier weitergehen, weil das sind 5 Leute. Das könnte ein bisschen schwierig sein, alleine oder zu zweit. Allein zu zweit. Und ich denke mal, wir sollten zurück zum Strand und vielleicht zu Ruinen oder durch die Ruinen durch. Komm, Schattenherz. Der verwüstete Strand. Sehr gut. So. Hier hat sich nichts geändert, ne? Alles brennt noch. Schön. So. Jetzt könnten wir es aber leichter haben, hier mit den Intellektverschlingern. Ich würde sagen, wir schleichen mal ein bisschen. Ah, okay. Also, ich muss es hier erstmal so befehlen. So, ist die Frage, können wir uns vorbeischleichen? Wahrscheinlich nicht. Na, da ist einer, da ist einer. Also auf jeden Fall 2. Vielleicht sogar 3 oder 4. Wer weiß. Hier... Oh, das wäre eine super Position. Hier ist so eine erhöhte Position. Komm schon, leise, leise. Komm, Schattenherz. Vorsichtig. So. Das ist doch eine super Position für einen Angriff. So. Erhöhte Position und verstecken. Jawohl. Überraschung. Haha. Kann ich nicht mehr? Ich kann nicht mehr? Schattenherz. Was ist los? I can't afford to fail. Aha, na also, Kampf beigetreten. Alles klar. So, der erste ist schon dahin. Wie schön. Das sieht doch gut aus, ne? Da noch einer.
Überraschung, okay. Ja, Zug beenden. Spurten, alles klar. So, aber die müssen jetzt erstmal hier hoch, ne? Ja. Sehr schön. So, wow, wir haben die perfekte Position hier. Nee, aber... Ja, super. Ja, keine Chance. Tut mir irgendwie leid. Oh, kritischer Fehlschlag. Alles klar. Okay. Gut, aber das schaffen wir, ne? Das schaffen wir. Boah, krass. Okay. Was jetzt? Ah, das hat nicht geklappt. Ah. Sehr gut. Juhu. Oh, sehr gut. So, da ist nichts drin. Ja. Das war doch richtig super. Intellektverschlinger Cerebellum. Intellektverschlinger entstehen aus den Gehirnen humanoider Gedankenschindersklaven. Was genau hältst du also gerade in der Hand? Ja, vielen Dank. So, was gibt es denn hier noch? So, noch ein Intellektverschlinger. Anything of use? Oh, 52 Gold, sehr schön. Ein Rapier, 3 bis 10 Schaden. Ein Silbermedaillon, fein gearbeitetes Silbermedaillon, in das die Worte für Papa eingraviert sind. Und Pfahlminze. Aus den verkohlten Sanden der Wüste Kalim erhebt sich dieses seltene, geisterhafte Juwel. Getrocknet und gemahlen, rundet seine zitronige Süße nur die seltensten Gourmetspeisen ab. Lecker, okay. So, was haben wir noch? Da oben eine knorpelige Truhe. Eine mysteriöse Flüssigkeit aus dem Tank. Wow. Magierbannöl. Die Symbole von 5 der 8 Schulen der Magie treiben in diesem Öl. Dann lösen sie sich nacheinander auf, als würden sie vom Öl verschlungen. Überziehe deine aktive Waffe mit Öl, das die Macht jedes Zauberwirkers, den sie trifft, erheblich einschränkt. Oh, das ist ja sehr gut. Also ein Öl speziell im Kampf gegen Magier gedacht. Dann haben wir hier eine Leerenknolle. Die zahlreichen Saugnäpfe an dieser Kugel erweitern und verengen sich rhythmisch, als würden sie atmen und saugen sich an allem fest, was sie erwischen. Schleudere diese merkwürdige Knolle auf ein Ziel und ziehe möglicherweise Kreaturen und Objekte heran. Ein Schädel. Die Schädeldecke weist ein Netz von flachen Brüchen auf. Alles klar. So. Ich weiß es nicht, diese mysteriöse Flüssigkeit. Man könnte ja mal versuchen. Ich habe hier doch eintunken irgendwas, ne? Wo war das? Werfen, Spurten, Rückzug, Hilfe... Eintauchen. So, komm. In die Flüssigkeit. Geht nicht. Oberfläche, die eingetaucht werden muss. Ja. Na gut, okay. Dann nicht. Ne? Ich dachte, man kann es eintauchen, aber gut, dann nicht. So, da oben liegt auch nochmal ein toter Gedankenschinder. 2 Leerknollen. Aha. Super. Oh. Endlich ein Ausgang. Okay, so, Holzkisten, da schauen wir natürlich auch rein. Diebeswerkzeug, sehr schön. So, der ist verschlossen. Schloss knacken. So, wir haben Diebeswerkzeug, wir haben Geschicklichkeit und unsere Fingerfertigkeit. Bonus, auch nochmal göttliche Führung und los geht's. 12, ja, also geht doch. Eine Leder,
Kappe oder ein Lederhelm. Diese alte Kappe besteht aus gekochten und verformten Lederlagen und riecht noch leicht nach Tanninen. Soll ich mir die jetzt aufsetzen? Oh, bitte nicht. Bitte nicht. So, was haben wir hier? Belladonna. Ah, das ist schon mal ein leichter Hinweis wahrscheinlich darauf, dass wir hier schon sehr viel tragen. 348 Gold. Cool. Ach, wie schön. Mehr Gras. Noch mehr Gras. Das hole ich natürlich auch. So. Mal gucken. Hier scheint aber sonst nichts zu sein. Moment, dann folgen wir dem Weg aufwärts. Wahrscheinlich geht es dann wieder zu den Ruinen. Oder nee, sieht ein bisschen anders aus. Wir laufen auch ein bisschen weiter westlich, als ich als Katze jetzt war. Nein. Astarion. Hallo? Hier drüben. I should speak up. Ja, ich quatsche ihm einfach mal an, ne? Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Ich trau dem Braten nicht. Tötet es selber. Fähig dazu seht ihr aus. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Okay. Geschicklichkeit, schnell wegrollen oder stärker auf die Füße kommen. Nee, Geschicklichkeit. Alles klar. Bonus hinzufügen. Göttliche Führung. Ich hoffe, dass es funktioniert. Aber gerade so. Oh, aber gerade so. I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pod. What did you and those tentacled freaks do to me? Ihr irrt euch. Mich hatten sie auch entführt. I'm not an idiot. I saw... Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light. The fear. What was that? What's going on? Das ist der Wurm der Gedankenschinder. Er verbindet uns. The worm. Of course. That explains things. Somewhat. And to think. I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Ach, ihr seid nicht der Erste. okay. Wie schön, dass wir uns nun freundlich gesonnen sind. Indeed we are. Please, allow me to introduce myself. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Balduria, dich vorstellen, du bist auch Balduria. Wer in Baldurs Tor aufgewachsen ist, kennt die Stadt von ihren guten und ihren schlechten Seiten. Is that so? We clearly move in different circles. So, do you know anything about these worms? Ja, leider. Sie machen uns zu Gedankenschindern. Turn us into... Ha! Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Ihr solltet mit mir reisen. Gemeinsam haben wir bessere Chancen. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea.
And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. So, Stufenaufstieg, sehr schön. Gruppenaufteilung habe ich jetzt nicht gesehen. Wir gucken erstmal die Stufe von Astarion an. Schurke Stufe 2. Gesundheit erhöht auf 17. Sehr schön. Aktionen, raffinierte Aktion. Verstecken. Verstecke dich durch erfolgreiche Heimlichwürfe vor Gegnern. Raffinierte Aktion Spurt und Rückzug. Das können wir auch alles sagen. Langweilig. Langweilig. So, schön. Ja, Astarion, dann gucken wir doch mal. Was hat der denn alles im Inventar? Ölflaschen. Das fahle Zeug in dieser Flasche ist nicht gerade flüssig. Es brockt stattdessen in fettigen Klumpen heraus. Heiltränke und Wiederbeleben. Rolle. Er hat einen Dolch, 4-7 Schaden und einen Kurzbogen. Astarions Unterwäsche. In den Stoff steht eingestickt: Wenn ihr das lest, ist es euch gelungen, mich ins Bett zu bekommen oder zu enthaupten. Ihr hattet Glück. Brauche ich, ne? Nehme ich mit. So. Habe ich von jedem meiner Kumpane die Unterwäsche. Falls ich mal jemand verliere, dann werde ich die Unterwäsche einem Hund präsentieren. Also das ist der größere Sinn und Zweck des Ganzen. Und dann können wir uns immer wieder finden. Ne? So, dann haben wir Dolch. Vielleicht geben wir ihm mal etwas anderes. Wie sieht es denn hier mit einem Rapier aus? Ein Rapier. Zwei Rapierse. Geht nicht. Okay, Beidhändigkeit geht nicht. Warum nicht? Dolch, 3-6 Schaden. Vielleicht zwei Dolche. Wow. Alles klar. Ja, das sieht schon mal gut aus, ne? Genau, also zwei Dolche statt zwei Rapiere. Ja, okay. So, ja, ich denke mal, das ist das Beste, was wir haben können. So, Kurzbogen haben wir noch irgendwie, eine Armbrust oder sowas. Nö, ne? Oh, das ist aber gut. 4-9 Schaden. Was? Das ist ja noch besser als hier die leichte Armbrust. Cool. Na denn. Schön, schön. So. Dann folgt mir unauffällig. Hier geht's weiter. Gucken, ob hier noch irgendwas in der Nähe ist. Das sieht aber nicht so aus, ne? Okay. There. A mind flayer. And it's hurt. That thing's bound to be dangerous, even if injured. Oh nein. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Mitleid. Nein, du solltest wütend sein, oder nicht? Yes, you feel hate. And you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Okay. Den Moment ausnutzen und dich befreien. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Okay, diese Augen für immer schließen. So. Alles klar. Monster. Death is too good for it. Ja, der Tod ist noch zu gut für Gedankenschinder. Alles klar, also hier scheint nichts zu sein. Oh. Vögelchen. Ich habe schon wieder das Bedürfnis, mich in eine Katze zu verwandeln, aber gut, okay. Wir haben keine Zeit. So, hier
sitzt ganz ungemütlich. Oha, oha, oha. Ich glaube, das ist nicht gut. Obwohl hier auch noch Gedankenschinder liegen. Wir gehen mal vorsichtig weiter. Oh, meine Güte. Ah, Trank der Geschwindigkeit, Schädel und Stachelknolle. Aber wenn sich das mal nicht gelohnt hat. So. Boah. Du meine Güte. Oh, was ist das denn? Ein alter Siegelkreis, aber irgendwas ist damit gar nicht in Ordnung, oder? Wow. Ja, was mag das wohl sein? Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen und sage bis gleich, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.